Herzlich willkommen zur Videoreihe TechTip Basic. In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen das Solarmodul. Lassen Sie uns gemeinsam die wichtigsten Fachbegriffe der Photovoltaiktechnik erkunden. Die Sonne ist eine unerschöpfliche Energiequelle, die innerhalb von weniger Stunden genug Energie zur Erde sendet, um den globalen Energiebedarf für ein ganzes Jahr zu decken. Solarmodule wandeln diese Sonnenenergie in erneuerbare Energie um. Es gibt verschiedene Module auf dem Markt und auf unseren Dächern. Die Leistung von Modulen kann variieren und hängt von Hersteller, der Bauart und der Verschaltung der Zellen ab. In Deutschland sind häufig Module mit einer Leistung zwischen 300 Watt Peak und 450 Watt Peak im Einsatz. Ganzzellenmodule bestehen aus einer reinen Schaltung von Solarzellen. Sie haben typischerweise 60 oder 72 Solarzellen. Die einzelnen Solarzellen wandeln die Sonneneinstrahlungen in elektrische Energie um. Die einzelnen Zellen sind klein und haben dementsprechend auch kleine Spannungen. Durch die Reihenschaltung addieren sich aber die individuellen Spannungen der Zellen. So erreichen moderne Solarmodule Spannungen von 30 Volt bis 40 Volt. Die Stromstärke liegt je nach Modul in der Regel zwischen 8 und 12 Ampere. Jede Zelle hat dieselbe Stromstärke. In einer Reihenschaltung bestimmt immer das schwächste Glied, wie hoch die Stromstärke ist. Dann gibt es noch sogenannte Halbzellenmodule. Halbzellenmodule sind wie zwei parallel geschaltete Ganzzellenmodule. Sie besitzen in zwei Hälften geschnittene Solarzellen. Die halbierten Solarzellen haben dieselbe Spannung wie ganze Solarzellen. Ihre Stromstärke ist aber durch die kleinere Fläche verringert. Es werden erneut nun mehrere Halbzellen in Reihe geschaltet. Dazu wird dann ein zweiter String mit derselben Anzahl an Halbzellen parallel geschaltet. Dadurch haben Halbzellenmodule wieder 30 Volt bis 40 Volt und einen auf zwei Strings aufgeteilten Gesamtstrom von 8 Ampere bis 12 Ampere. Halbzellenmodule haben also insgesamt zum Beispiel 120 bis 144 Solarzellen im Modul. Dieser Aufbau minimiert Spannungsänderungen. Da die Zellflächen halbiert sind und eine parallele Schaltung vorhanden ist, sinken die Widerstände. Kleine Zellflächen heizen sich auch nicht so stark auf. Es gibt eine bessere Temperaturverteilung im Modul. Dadurch sind Halbzellenmodule effizienter im Vergleich zu Ganzzellenmodulen. Große M12 Solarzellen werden sogar in drei Teile zerschnitten und als Drittelzellenmodule zusammengebaut. Glasfolienmodule bestehen typischerweise aus einer Schicht Solarzellen, die zwischen einer Glasplatte auf der Vorderseite und einer Folie auf der Rückseite eingebettet sind. Die Glasplatte schützt die Solarzelle vor Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit oder mechanischer Beanspruchung, während die Rückseitenfolie als zusätzlicher Schutz und zur Isolation dient. Die Verwendung von Folie anstelle einer zweiten Glasplatte reduziert das Gewicht des Moduls und kann die Kosten senken, führt jedoch zu einer geringeren mechanischen Stabilität im Vergleich zu Glas-Glas-Modulen. Glas-Glas-Module hingegen verwenden zwei Glasschichten, zwischen denen die Solarzellen eingeschlossen sind. Diese Konfiguration bietet einen verbesserten Schutz der Zellen gegen Umwelteinflüsse und mechanische Beschädigungen. Glas-Glas-Module sind aufgrund der doppelten Verglasung deutlich robuster und langlebiger als Glasfolienmodule. Diese erhöhte Haltbarkeit kommt allerdings mit einem höheren Gewicht und in der Regel auch höheren Kosten. Bei der Planung von Solaranlagen ist es wichtig, die strukturellen Anforderungen an Montagesysteme und Dachkonstruktionen zu berücksichtigen, um die Installation der größeren und schwereren Module sicherzustellen. Darüber hinaus dürfen in Deutschland Solarmodule bis zu einer Größe von maximal 2 Quadratmetern bei einer Neigung von bis zu 75 Grad ohne spezielle bauaufsichtliche Zulassung installiert werden. Derzeit ist der Einsatz noch größerer Module in Deutschland in der Regel jedoch mit Herausforderungen verbunden. Verschattung ist eine Herausforderung bei der Nutzung von Solarmodulen. Es ist ideal, Module so zu installieren, dass sie nicht permanent verschattet werden. Wird eine einzelne Solarzelle im Modul nämlich verschattet, so produziert diese weniger bis keinen elektrischen Strom mehr. Sie blockiert den gesamten Stromfluss im String. Die Leistung sinkt drastisch. Um dem entgegenzuwirken, gibt es sogenannte Bypass-Dioden in den Modulen. Diese unterteilen den String in drei Teilstrings. Wird nun eine Solarzelle verschattet, wird die Bypass-Diode aktiv. So fällt dann nur ein Teilstring aus und damit auch nur ein Drittel der Gesamtleistung des Moduls. Wird der gesamte untere Teil des Moduls verschattet, schalten alle Bypass-Dioden durch. Die Leistung des Moduls entfällt komplett und das Modul wird überbrückt. Halbzellenmodule haben auch drei Bypass-Dioden. Durch die parallele Verschaltung entstehen aber dadurch 6 Teilstrings.
wird nun hier der untere Teil des Moduls verschattet, so fallen nur die unteren Teilstrings aus. Die Leistung sinkt um die Hälfte. Deswegen haben Halbzellenmodule eine noch bessere Widerstandsfähigkeit gegen Verschattung. Vielen Dank, dass Sie unser Erklärvideo zum Solarmodul angeschaut haben. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen bei Ihren Fragen geholfen. Weitere Videos der Serie TechTip Basic finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.